Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend dabei seid, hier in Stuttgart-Wangen oder jetzt live eingeschaltet habt auf juhlmedia.de oder ob ihr später dieses Video anschaut. Auf jeden Fall freuen wir uns, dass wir heute wieder das Leben von Jesus studieren können, auch im Jahr 2022. Wir nähern uns ja dem 7-jährigen Jubiläum unserer Serie hier und wollen heute uns in Folge 202 mit den letzten Versen aus Johannes 7 beschäftigen. Wir haben jetzt wirklich viel Zeit auf dieses Kapitel verwandt. Ich habe nachgeschaut, wir haben Anfang Juli mit dem Kapitel begonnen. Und aber da war eine ganze Menge drin und wir haben viel gelernt und wollen heute schauen, wie das Kapitel zu Ende geht und werden sehen, das wird dann auch gleich ins nächste Kapitel übergehen. Und bevor wir uns diese letzten Verse anschauen von Johannes 7, wollen wir gerne niederknien für ein Anfangsgebet und ich lade euch dazu ein. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir dein Wort haben, dass wir studieren können, dass wir darüber nachdenken können, aber vor allem, dass wir dadurch dir begegnen können. Und Herr, wir brauchen so sehr deine Unterweisung, deine Belehrung, dass du uns stärkst und dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt zu uns sprichst. Gib, dass das, was wir lesen, direkt in unser Leben spricht. Und wir sehen können dadurch, wie dein Wort unser Leben verändert. Herr, ich danke dir persönlich für das, was du für mich tust und was du für jeden Einzelnen von uns tun möchtest. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen. Okay, schlag mit mir auf Johannes Kapitel 7. Ich verzichte auf eine lange Zusammenfassung des ganzen Kapitels, weil das haben wir ausführlich immer wieder gesagt. Aber wir wollen uns kurz daran erinnern, dass nachdem Jesus diese bedeutenden Worte in Vers 37 bis 39 gesagt hat, es eine Spaltung gab im Volk. Ja, einige meinten, er wäre der aus 5. Mose 18 bekannte, vorhergesagte Prophet. Andere sagten, er wäre der Christus, der Messias. Andere waren sich wiederum gar nicht so sicher und zweifelten daran, denn sie verwiesen auf seine Herkunft aus Galiläa, ja, und haben gesagt, naja, wenn er der Messias ist, müsste doch aus Bethlehem kommen. Und da haben wir ausführlich drüber gesprochen. Und wir haben gesehen, dass es eine Spaltung gibt in der Volksmenge in Vers 43 und dass es den Plan der Obersten immer noch gab, ihn gefangen zu setzen. Und dass sogar sozusagen, wie sagen Polizeibeamte, das wäre jetzt das falsche Wort, aber Menschen, Diener losgeschickt worden sind, die ihn gefangen nehmen sollten. Und als sie sozusagen mit dem Haftbefehl vor Jesus zu Jesus kommen, was erleben sie? Was passiert mit diesen Männern, als sie Jesus gefangen nehmen wollen? Sie gehen zurück ohne Jesus. Warum? Was sagen sie? Noch nie hat ein Mensch so geredet. Ja, sie haben zwar quasi in Anführungsstrichen jetzt ihre Handschellen dabei, aber den Mann kann man nicht gefangen nehmen. Ja? So ein wunderbarer Lehrer, so ein toller Prediger, solche sanftmütigen Worte, Worte des Lebens. Sie verstehen gar nicht, wie man so jemanden gefangen nehmen kann. So, ja, und sie kommen jetzt zurück und sagen den Obersten, wie ihr gesagt habt, richtig, nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Und was ist die Reaktion der Obersten? Was ist die Reaktion der Pharisäer, der Priester? Sagen sie, oh, okay. Nein, was ist ihre Reaktion? Seid ihr auch verführt? Ja, also da sieht man schon, wie weit die ihre eigene Verführung vorangeschritten ist, dass sie dieses Anzeichen des Wirkens Gottes an diesen Herzen völlig missverstehen und als Verführung betrachten und sie sagen dann, glaubt auch einer von den Obersten oder von den Pharisäern an ihn. Mit anderen Worten, wenn er wirklich der Messias wäre, dann würden doch die Experten an ihn glauben, oder? Dann würde doch auch die Elite zu ihm stehen. Und genau das ist das Problem, das gibt es heute auch noch, oder? Heute werden viele Menschen klammern sich an Experten, sei es in der Politik, sei es in der Wissenschaft, sei es in der Theologie, sei es im Widerstand gegen die Wissenschaft, im Widerstand gegen die Politik, in Splittergruppen, ja, die gegen die Kirche agieren. Viele Menschen klammern sich an jemanden, der ihnen das sagen soll, wie es ist, ja? Und wenn der und der und der das nicht glaubt, dann ist es wahrscheinlich falsch. Oder wenn der und der und der es glaubt, dann muss es richtig sein. Und dieses Denken ist
an sich total gefährlich. Ich möchte etwas glauben, nicht weil XYZ es glaubt und auch nichts ablehnen, nur weil XYZ es ablehnt, sondern glauben, weil ich es selbst verstanden habe oder ablehnen, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, aus eigenem Studium, ist es falsch. Ja? Und das zeigt uns, die Bibel sagt, verflucht ist der Mensch, der Fleisch zu seinem Arm macht. Ja, also der sich auf Mensch, also wir sollen Vertrauen in Menschen haben, ja, je besser wir sie kennen, desto mehr Vertrauen. Aber wir sollen niemals ein Vertrauen haben, das sozusagen den eigenen Verstand ausschaltet oder ein blindes Vertrauen. Ja? Wir dürfen Gott mehr vertrauen als unseren eigenen Verstand, weil wir die Erfahrung mit ihm gemacht haben. Er ist der Einzige, der immer die Wahrheit sagt. Aber ansonsten, aber Menschen können wir nicht so vertrauen. Und das Problem hier, das eben zur Zeit von Jesus existierte, war ja unter anderem, dass die Menschen dachten, aber die Pharisäer, die sind doch die Heiligsten, oder? Wusstet ihr übrigens, dass die Pharisäer gar nicht unbedingt so die Regierenden waren zur Zeit von Jesus? Es war eigentlich die, so eine Art Volksbewegung, ja, gegen die Regierung. Aber es waren die Angesehenen, es waren die, die besonders heilig waren, die, die besonders viel die Bibel zitiert haben, die, die besonders viel über den Messias gesprochen haben, die besonders gegen die Regierung geschimpft haben. Und viele Menschen, selbst die Jünger, ja, selbst die Jünger Jesu, hatten eine lange Zeit immer diesen Gedanken, also die Pharisäer, wenn die nicht daran glauben, ja, wie kann Jesus der Messias sein? Das war das Problem. Und wir sehen hier, dass dieses Denken im Volk von den Pharisäern und von den obersten Priestern, da waren ja nicht nur Pharisäer, waren ja noch Sadduzäer, dass dieses Denken von den Eliten selbst gefördert worden ist. Das heißt, das Problem sind nicht nur in Anführungsstrichen die Geschwister, die einem Lieblingspredigen Herren. Das Problem ist manchmal auch, dass Lieblingsprediger das fördern, indem sie Leute an sich binden. Ja? Und egal in welcher Position wir sind, ob wir ein Kindersabbatschullehrer sind oder ein Hauskreisleiter sind oder ein Prediger oder was immer, wir sollten immer unsere Geschwister, die quasi in unserem Dienst sind, also in unserem Dienstbereich sind, immer zur geistlichen Eigenständigkeit auch fördern. Niemals immer nur abhängig machen von sich selbst, immer auch fördern, selbst zu denken, selbst sich Gedanken zu machen. Jetzt lesen wir in Vers 49. Ah, ich muss euch noch kurz sagen, was Ellen White dazu sagt, das ist ganz interessant. Sie sagt, viele, diejenigen, die die Botschaft der Wahrheit hören, sagen selten, ist es wahr, sondern sie fragen, von wem wird es vertreten? Wer sagt es? Viele beurteilen die Wahrheit anhand der Anzahl derer, die sie akzeptieren. Und die Frage wird noch heute gefragt, hat irgendjemand von den gebildeten Menschen oder den religiösen Führern es geglaubt? Und das zeigt uns, dass dieses Denken hier bis heute vorherrscht und wir aus diesem Vers auch lernen müssen für unsere Zeit. Ich glaube, eine der größten Krisen, lass mich das ganz deutlich sagen, die wir in der Gemeinde haben, ist, dass zwar fast alle sagen, dass man die Bibel studieren muss und fast alle auch sagen, dass man alles prüfen muss, aber ich sehr wenige kenne in der Gemeinde, die wirklich selbst lesen, studieren und prüfen. Selbst sich Gedanken machen und nicht einfach nur wiedergeben, was sie von XY gehört haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht einfach nur hören, sondern selbst nachdenken, selbst lesen. Das ist eine der größten Krisen, die wir haben. Und mehr Geschwister, die selbstständig von Jesus in der Bibel unterrichtet werden, würden dazu führen, dass die Gemeinde weniger nach links und rechts geschüttelt werden kann. Jetzt aber, Vers 49. Wer mag mal lesen? Was sagen die Pharisäer, was sagen die Obersten über die, die an Jesus glauben? Vers 49. Aber dieser Pöbel, der das Gesetz nicht kennt, der ist unter dem... Genau, also wie reden sie über diejenigen, die an Jesus glauben? Genau, ja, das Wort Pöbel hier, das ist tatsächlich, also da ist die Schlachter, also
hat jetzt bewusst so ein sehr abwertendes Wort genommen, also ist natürlich sehr abwertend gemeint. Das Wort ist eigentlich die Volksmenge, ja, diese lose Volksmenge, ja, das gemeine Fußvolk, könnte man vielleicht sagen, ja. Und es werden zwei Dinge gesagt. Sie sind ungebildet, ja, sie kennen das Gesetz nicht, sie haben keine theologische Ausbildung, ja, sie wissen ja gar nicht, wie man mit der Bibel umgeht. Das wird ihnen vorgeworfen und dass sie im Grunde genommen, ja, eigentlich ungläubig sind, ja, sind unter dem Fluch, ja, unter dem Fluch. Johannes 7, genau, in Johannes 7. Ungebildet und unter dem Fluch. Das ist auch heute noch eines der Hauptkritikpunkte an der gegenwärtigen Wahrheit, dass man sagt, ach, es sind so viele Ungebildete. Ja, wo sind die ganzen Gebildeten, die das verstehen? Wo sind die ganzen Gebildeten, die an die Dreifachengelsbotschaft glauben, die glauben, dass Daniel ein wahrer Prophet war, die glauben, dass die Schöpfung wirklich in 6 Tagen gewesen ist. Ja? Übrigens, das ist eine hohe Verantwortung für jeden Gebildeten, der dann sich bekehrt, wie Paulus. Ja? Aber Gott ist nicht auf die Gebildeten angewiesen, ganz und gar nicht. Gott ist gebildet genug, um die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Aber wir sehen hier sozusagen, dass eine Taktik, die Satan schon damals gegen Jesus verwendet hat, er auch heute verwendet gegen die, die Jesus nachfolgen. Schaut euch doch an, ich war die, die jetzt der gegenwärtigen Wahrheit glauben, wie sie es nennen. Was sind das für ungebildete Leute, ja, oder wenig gebildete? Und ganz interessant. Jetzt, wie muss man das, was die Obersten hier sagen, biblisch bewerten? Es gibt ein paar interessante Verse, die uns zu denken geben sollten. Jesaja 5 und dort Vers 21. Jesaja 5, Vers 21. Jesaja 5 und dort Vers 21. Dort heißt es: Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und die sich selbst für verständig halten. Denn indem die Obersten sagen, dieses Volk ist unverständlich, die sind ungebildet. Wir glauben nicht an Jesus, aber die glauben an Jesus, weil sie ungebildet sind, sagen sie ja implizit, wir sind klug, wir sind gebildet, wir haben studiert, wir wissen alles. Wehe denen. Und dazu muss man nicht Theologiestudent nur sein. Ja, das kann auch passieren, wenn man Laie ist. Das ist nämlich eine Herzenseinstellung, hat nichts mit dem akademischen Grad zu tun. Das ist eine Herzenseinstellung. Wenn ich denke, ich bin so klug und die anderen sind alle dumm, ja, wehe uns, sagt die Bibel, wenn wir uns selbst für verständig halten. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Also als ich in der Adventgemeinde aufgewachsen bin, dachte ich immer, ich kenne mich in der Bibel aus. Ich hielt mich für klug und die anderen alle für, die wissen ja nichts. Ne? Wenn man wirklich die Bibel selbst anfängt zu studieren und bei Gott in die Schule geht, stellt man fest, wie viel man nicht weiß. Und je mehr das geht, desto größer wird dieses Gefühl. Noch ein Beispiel, Jesaja 28, Vers 14. Jesaja 28, Vers 14. Darum hört das Wort des Herrn, ihr Spötter, die ihr über dieses Volk herrscht, das in Jerusalem ist. Also das ist natürlich jetzt Jahrhunderte vorher, aber schon damals war die Führungsschicht des Volkes Gottes so, dass Gott sie tadeln musste, als die falschen Hirten, die gespottet haben. Und wir werden ja auch sehen, dass dass die Obersten auch zur Zeit von Jesus gespottet haben, ja, über die, die an Jesus geglaubt haben. Und noch ein ganz krasses Beispiel oder sehr eindrückliches Beispiel, Jesaja 65 und dort Vers 5. Jesaja 65 und dort Vers 5. Da geht es auch hier um Ungläubige im Volk Gottes. Und da heißt es in Jesaja 65, Vers 5, dabei können sie noch sagen, bleibe für dich, rühre mich nicht an, denn ich bin heiliger als du. Also das eine ist, wenn man sich für klüger hält, noch krasser ist es, wenn man sich für heiliger hält. Und das war bei den Pharisäern ja nur alles zusammen. Ja, die Pharisäer haben sich für klüger gehalten als diese ungebildete Volksmenge und für heiliger. Ja. Das war ja Teil ihrer Identität, dass sie so heilig waren, dass die anderen gesagt haben, wow, das sind die Pharisäer, die sind so heilig, die sind so gottgeweiht. Und das hat zwar die Menschen beeindruckt, aber nicht Gott. Ich glaube, es gibt heute auch so manchen, der sich für heilig hält und damit Menschen beeindruckt, aber Gott ist gar nicht beeindruckt.
wenn wir uns für besonders heilig halten, uns von anderen distanzieren, weil die nicht so heilig sind wie wir, dann ist das ein gutes Indiz dafür, dass uns etwas ganz Entscheidendes zur Heiligkeit fühlt. Ja? Dass wir die Heiligkeit gar nicht richtig verstanden haben. Schauen wir mal in 1. Korinther 3. Was wäre denn das Rezept, die Kur, die Heilung für diese Obersten gewesen? 1. Korinther Kapitel 3 und dort ab Vers 18. Auch ganz interessante Passage. 1. Korinther 3 und dort ab Vers 18. Niemand betrüge sich selbst. Interessant, oder? Wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit. Also, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass wir nicht weise sein sollen. Ganz im Gegensatz. Die Bibel macht deutlich, dass wir Weisheit suchen sollen. Wir haben gerade im Offenbarungsseminar gelesen. Die Weisheit ruft laut, nicht wahr? Kommt her zu mir. Aber es ist eben die Weisheit Gottes. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Das ist die Weisheit, die bei ihm, die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Ja, die Weisheit, die in Jesus sich offenbart. Von Jesus heißt es, dass in ihm alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis verborgen sind. Die echte, die wirkliche Weisheit. Aber es gibt eine andere Weisheit, werden wir gleich sehen. Die Weisheit dieser Welt. Und Paulus sagte zu den Korinthern, niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch sich für weise hält, in dieser Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde. Also das ist interessant, er sagt, wenn du dich für weise hältst in dieser Weltzeit, also nach weltlichen Maßstäben für klüger als andere, dann betrügst du dich selbst. Und was muss er tun? Er muss in den Augen der Welt töricht werden. Dann wird er wirklich weise. Ja, das ist so dieses, wer sein Leben behalten will, wird es verlieren. Wer sein Leben gibt für Jesus, der wird es gewinnen. Wer weise werden will, muss nach den Maßstäben der Welt betrachtet töricht werden. Herr Paulus hat das gewusst. Paulus war einer der Weisesten, wahrscheinlich seiner Generation. Wenn man seine Briefe liest, hat man den Eindruck, es hat selten so viele kluge Leute gegeben wie ihn. Aber er hat seine Stellung als Theologe aufgegeben und ist Missionar geworden und hat gepredigt. Ist in den Augen der Welt töricht gewesen. Ja, also in den Augen der Welt ist es töricht, sowas zu tun, was Paulus getan hat. Aber in Wirklichkeit war es sehr weise. Er ist damit zu einem der bedeutendsten Menschen geworden, die jemals gelebt haben. Also ganz sicher. Man wird sagen, wenn man mal die Weltgeschichte anschaut aus der Perspektive des Himmels in den 1000 Jahren, dass Paulus einer der bedeutendsten Menschen gewesen ist, die jemals gelebt haben. Er war wirklich weise darin, dass er töricht geworden ist. Indem er die weltliche Weisheit beiseite gelegt hat und sich auf Gottes Weisheit konzentriert hat. Vers 19, denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer List und wiederum der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Das ist ja das Interessante, dass es gar nicht darum geht, Gott ist nicht wissenschaftsfeindlich. Gott ist nicht anti-intellektuell. Er hat ja den Intellekt geschaffen. Er hat das Gehirn uns gegeben. Er möchte, dass es ja richtig eingesetzt wird und nicht eine Scheinweisheit, eine weltliche Weisheit damit verbunden ist. Weil Gott weiß, also nur ein Beispiel unter vielen, Schöpfung, Evolution. Ja? Nach weltlichem Maßstab ist es klug und weise, wenn man die Evolution glaubt und die Evolution studiert und die Evolutionsgesetze kennt. Wer an die 7-Tage-Schöpfung glaubt, gilt aus Sicht der Welt als naiv, als jemand, der vielleicht überhaupt nicht Argumente verstehen kann, ja, als hat einen kindlichen Glauben, der glaubt an Märchen. Aber die Wahrheit ist, Gott hat die Welt ja wirklich gemacht. Und aus Gottes Sicht, wenn jetzt Gott wirklich die Welt gemacht hat, dann ist es ja sehr naiv und sehr dumm, zu glauben, dass wir aus Affen entstanden sind. Ja? Das heißt, aus der Perspektive der Realität ist eigentlich das, was die Welt für weise hält, ziemlich dumm. Also nicht, dass die Menschen alle dumm sind, die es glauben, aber das ist es ist töricht. Und diejenigen, die aus der Sicht der Welt töricht sind, sind eigentlich aus Gottes Sicht klug, weil sie tatsächlich das verstanden haben, was wirklich Realität ist. Aber das ist eine geistliche Sache. Das kann man nicht allein mit Argumenten klären. Das ist eine geistliche Sache. Das hat Paulus gut verstanden. Und dann, genau, das haben wir gelesen. Und jetzt kommt was Interessantes in Jakobus. Und ich glaube, ich habe den Eindruck, was wir hier lesen jetzt in Jakobus, ist absolut, ich kann das gar nicht genug unterstreichen, gegenwärtige Wahrheit im Jahre 2022. Ihr werdet sehen, warum.
Jakobus Kapitel 3. Das, was hier steht, ist wirklich ganz entscheidend. Also das auch dir jetzt live zuschaut oder später das Video anschaut, nehmt euch mal Zeit, über diese Verse nachzudenken. Jakobus 3 ab Vers 13. Da sagt Jakobus 3 ab Vers 13, wer ist weise und verständig unter euch? Das ist eine interessante Frage, oder? Wer ist weise und verständig? Es gibt ja in Hiob 28, da spricht Hiob von der Weisheit und sagt, ja, man kann Bergbau betreiben, man kann Gold finden und Silber finden und Erz und Eisen, aber wo ist die Weisheit? Ja? Wer findet sie? Ja, nur Gott findet sie. Es ist gar nicht so selbstverständlich, dass man weise ist. Jetzt, Jakobus 3, Vers 13, wer ist weise und verständig unter euch? Jetzt kommt die interessante Antwort. Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommen. Woran misst die Welt Weisheit? Also wenn man jetzt in der Welt fragt, wer von euch ist weise, würde man Weisheit in der Welt belegen? Klugheit. Mit guten Noten, oder? Mit klugem Denken, mit Faktenwissen, wenn jemand viel weiß, viel erklären kann, viel analysieren kann, wenn er sich intellektuell ausdrücken kann, das ist er weise. Daran zeigt er seine Weisheit, oder? Und deswegen strebt die ganze Welt immer nach Titeln und nach Graden und nach ersten Plätzen, um zu zeigen, wie klug sie sind. Und was sagt Jakobus? Wenn du wirklich weise bist, dann beweise deine Weisheit wodurch? Genau, was heißt guter Wandel? Durch deinen Charakter, durch deinen Lebenswandel, durch deinen Charakter, so wie du bist. Und zwar durch gute Werke in Sanftmütigkeit. Echte Weisheit zeigt sich im Charakter. Geht noch weiter. Wenn ihr aber bittere Neid und Selbstsucht, also Egoismus in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Jakobus sagt, es gibt zwei Weisheiten. Es gibt die Weisheit der Welt, die irdische, da ist Neid und da ist Egoismus. Und wenn ihr mal schaut, auch in vielen Bereichen der Wissenschaft, also nicht, dass die Wissenschaft alles verkehrt macht, gar nicht der Fall. Aber wie oft es da nur darum geht, klüger zu sein als der andere, den anderen auszuboten, wie viel Neid und Stolz und Egoismus dabei ist. Da geht es nicht darum, gemeinsam für das Beste zu wirken, sondern oft darum, wie viele Titel habe ich, wie oft bin ich zitiert worden. Ja, das ist so der weltliche Ansatz an Weisheit. Und Jakobus warnt davor. Und dann sagt er, denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Und jetzt definiert er die Weisheit. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein. Rein. Sodann friedfertig, gütig. Und jetzt kommt etwas, das muss man sich wirklich ins eigene Herz schreiben lassen. Sie lässt sich etwas sagen. Ja? Andere übersetzen ist bereit, sich überzeugen zu lassen. Also allein an diesem Vers könnt ihr sehen, in dieser Welt im Jahre 2022 ist die Weisheit rar gesät. Wie viele Menschen trifft man noch, die bereit sind, mal ihre Meinung zu ändern, weil sie gute Argumente hören? In der Regel, ganz egal, ob Corona drängt sich ja förmlich auf, nicht? Aber hat nichts mit Corona zu tun. Aber wie oft ist es so, dass Menschen haben ihre Meinung, politische Meinung, wirtschaftliche Meinung, Corona-Meinung, theologische Meinung, und es ist ihre Meinung, und es ist vollkommen egal, ob sie jetzt Wahrheit hören oder nicht, sie bleiben bei ihrer Meinung. Ja? Und wenn jetzt es Dinge gibt, die mit ihrer Meinung nicht übereinstimmen, was machen sie? Sie biegen die Fakten. Sie ändern, sie interpretieren das so lange, bis sie bei ihrer Meinung bleiben können. Es gibt wenig Menschen, die bereit sind, mal ihre eigene Meinung aufzugeben, weil sie sehen, dass jemand ihnen die Wahrheit gesagt hat. Ellen White spricht von einem teachable spirit, einem Geist, der belehrbar ist. Ja, das ist, bedeutet nicht, dass ich alles aufsauge, was andere mir sagen. Aber wir wohnen ja in Beröa, nicht? Wir wollen alles prüfen. Aber es bedeutet auch, dass ich zwar Gottes Meinung höher schätze als alle anderen Meinungen, aber nicht meine eigene Meinung höher als alle anderen. Ja? Das ist das Problem. Viele von uns verstehen, dass Gott höher steht als die Meinungen anderer, ja? Oder die Ansichten anderer.
Und wenn es jetzt einen Konflikt gibt zwischen einer Meinung von XY und Gott, dann folgen wir Gott. Das Problem ist nur, dass wir oft unsere eigene Meinung, die eigentlich hier sein sollte, dorthin setzen und sagen, ja, ich muss mir von niemandem was sagen lassen, weil ich bin ja, ich glaube an Gott und dann kann ich ja denken, was ich will. Nein, Gott hat schon vorgesehen, dass es Lehrer gibt. Und wenn ich mich irre, wenn meine eigene Meinung falsch ist, kann auch ein Lehrer mich korrigieren. Aber wenn der Lehrer Gott widerspricht, es ist immer Gott, der alles am Ende, das letzte Wort hat. Und das sieht man ganz oft. Also ich denke, jeder von uns kennt das, nicht wahr? Dass man dazu neigt, die eigene Meinung für Gottes Sicht zu halten. Das ist aber oft gar nicht der Fall. Und deswegen brauchen wir, und das ist so wertvoll, dass wenn jemand etwas sagt, was ich vielleicht so nicht gedacht habe, dass ich dann bereit bin zu sagen, ja, okay, dann ich denke mal wenigstens drüber nach. Ja, ich ändere das. Das ist echte Weisheit. Hat nichts damit zu tun, wie viel Eins man in Mathe hatte. Ja? Echte Weisheit ist, wenn man sich was sagt, weil es ist eigentlich ziemlich töricht, wenn man nur für seine eigene Meinung bleibt. Das ist echte Weisheit. Und das wünscht sich Gott. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Unparteiisch, ja, ergreift nicht Partei für die eine oder so, sondern, und also ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, davon brauchen wir mehr. Viel mehr. Ganz viel mehr. Das, die Weisheit von oben. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Das ist die Weisheit, die Gott sich wünscht. Und diese Weisheit, die hatten die Pharisäer nicht. Ja, sie hielten sich selbst für weise, aber es war diese irdische Weisheit, diese dämonische, die sich nichts sagen lässt, ja, die parteiisch ist, die Streit fördert, die spaltet. Und hütet euch vor dieser Weisheit, die spaltet, die sich nichts sagen lässt, die, ja, die parteiisch ist und heuchelt, nicht gütig, ist gefährlich, ist wirklich gefährlich. Nun, das Interessante, wenn wir zurückgehen zu Johannes 7, ist, was wir jetzt bei Ellen White lesen, ist, dass obwohl die Diener jetzt zurückkommen und gesagt haben, wir haben Jesus nicht gefangen genommen, dass sie trotzdem weiter geplant haben, ihn gefangen zu setzen. Und zwar sagt sie, erneut haben die Priester und Obersten und Führer Pläne gelegt, um Jesus gefangen zu nehmen. Es wurde betont, dass wenn er weiter frei in Freiheit bleiben würde, würde er die Menschen von den etablierten Führern wegziehen. Und der einzige sichere Kurs wäre es, ihn ohne Verzögerung zum Schweigen zu bringen. Also das ist, was sie sagen. Ja? Erinnert euch, wir sind im Johannes 7 im Jahre, welchem Jahr sind wir? Nochmal zur Erinnerung. Wo sind wir? Welche Zeit? Im Jahr 30, oder? Und zwar im was für ein Herbst? Im Herbst, okay. Wir sind im Herbst. Wir sind ein halbes Jahr vor der Kreuzigung. Und Satan hat es jetzt geschafft, die Pharisäer schon so weit zu bringen, dass sie sagen, wir wollen ihn jetzt ohne Verzögerung. Ja, das ist eigentlich, das ist dann vielleicht beim Lesen gar nicht so bewusst, wie dringend die ihn weghaben wollen. Und genau in dem Moment, als sozusagen, ohne dass es die Menge merkt, eine echte Krise entsteht, hat Gott einen ganz unerwarteten Schachzug sozusagen, der macht, also kein Schachzug, aber entsteht etwas, womit niemand gerechnet hätte. Vers 50. Wir lesen mal Vers 50 und 51. Da spricht zu ihnen Nikodemus, der bei Nacht zu ihm gekommen war und der einer der Ehren war. Richtet unser Gesetz einen Menschen, es sei denn, man habe ihn zuvor selbst gehört und erkannt, was er tut? Genau. Nikodemus, woher kennen wir den?
Den kennen wir aus Johannes 3, oder? Die Geschichte kennt jeder in Johannes 3. Wann war Johannes 3? Johannes 3, ich helfe euch. Johannes 3 war direkt nach dem ersten Passa, das Jesus erlebt hat. Ja, das erste Passa, das Jesus als Messias erlebt hat. Ja, nach seiner Taufe, das erste Passa. Wann war das? Logischerweise. Wann ist Jesus getauft worden? Und zwar im Herbst 27. Das heißt, sein erstes Passa war im Jahre, genau, Frühjahr 28. Und im Zuge dieses, das war ja diese erste Tempelreinigung, könnt ihr euch erinnern? Erste Tempelreinigung. Und im Zuge dessen geschehen Wunder und diese Wunder, die Jesus dort tut, führen dazu, dass viele Menschen glauben, er ist ein Lehrer von Gott gesandt wegen der Wunder. Und da haben wir damals vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, studiert, dass Jesus gar nicht wollte, dass ihr Glaube auf Wundern basiert, sondern auf dem Wort Gottes. Ja, und deswegen heißt es, dass er sich niemandem anvertraut hat, weil er wusste, was im Menschen war. Und dann gibt der Nikodemus eine Predigt. Übrigens, wann, zu welchem Zeitpunkt kam Nikodemus? In der Nacht. Interessant ist, in dreimal wird das in Johannes Evangelium berichtet. Also in Johannes 3 wird gesagt, er kam bei Nacht. Hier heißt es wieder, der Nikodemus, der bei Nacht zu ihm kam. Und später bei der beim Begräbnis von Jesus heißt es wieder, dass der Nikodemus, der bei Nacht zu ihm kam. Also die Bibel unterstreicht das, er kam in der Nacht. Warum kam er in der Nacht? Genau, vor wem hat er Angst gehabt? Vor Jesus? Nein, vor den Pharisäern. Es ist interessant, dass derselbe Nikodemus, der sich nicht getraut hat, mit Jesus sich auch nur sehen zu lassen, dass der jetzt mitten in dem Gespräch, wo die jetzt planen, wie können wir Jesus zum Schweigen bringen, dass er mutig aufsteht. Wie viele Jahre liegen dazwischen? Zweieinhalb Jahre. Das ist einem, wenn man jetzt das Johannesevangelium liest und sagt Johannes 3, Johannes 7, ja, man hört nicht so bewusst, aber es sind zweieinhalb Jahre sind vergangen. Er ist kein Jünger geworden bisher. Ja, das kommt erst nach der Kreuzigung und nach der Auferstehung. Aber das arbeitet in seinem Kopf. Ja? Und als er merkt, Jesus wird jetzt hier gefangen genommen, soll gefangen genommen werden, bekommt er endlich den Mut. Ich meine, er war ja auch vorher Teil der Pharisäer, oder? Es hat ja schon einmal einen Haftbefehl gegeben. Aber jetzt ist der Punkt gekommen, wo er einmal aufsteht und sagt, hey, Moment mal. Er spricht ja nicht mal direkt für Jesus. Er legt quasi nur die Handbremse ein und sagt, so schnell geht das nicht. Ja? Und das ist unerwartet, dass einer von den Iren jetzt quasi für Jesus Partei ergreift. Es gibt diese berühmte, kennt ihr diese berühmte Geschichte in der Reformation, als dann beim Reichstag in Worms dann einer von den Feinden Luthers aufsteht und noch deutlicher die Sache Luthers, also noch deutlicher die Missstände aufdeckt, als Luthers je gemacht hat. Und wo also der ganze Reichstag so, wo das Werk Gottes quasi vorangetrieben wird durch einen völlig unwahrscheinlichen Kandidaten, also, genau, durch eine Person, wo man nicht damit gerechnet hätte. Aber Nikodemus, Ellen White sagt, es war die tiefsinnigste Predigt. Ich meine, Jesus Predigten sind immer tiefsinnig gewesen, aber es war die tiefste Predigt, die Jesus jemals gehalten hat. Übrigens nicht zu einer großen Volksmenge, sondern zu einem einzelnen Mann. Ja, Jesus hat einige der wichtigsten Dinge eins zu eins weitergegeben. Jesus war nicht der Meinung, oh, ich predige die tollen Dinge oder die wichtigen Dinge, wenn viele mir zuhören und ansonsten rede ich halt so, nicht wahr? Da sieht man, dass Jesus, dass jede einzelne Person enorm wichtig ist. Und er hat dem Nikodemus diese wunderbaren Dinge gesagt und Nikodemus, das arbeitet in seinem Herzen. Und er steht jetzt hier auf und sagt, halt, Moment mal. Jetzt, worauf bezieht er sich denn, wenn er sagt, richtet unser Gesetz einen Menschen, es sei denn, man habe ihn zuvor selbst gehört und erkannt, was er tut? Worauf bezieht er sich da? Also gibt es da im Gesetz, in den Büchern Mose, so eine Passage? Schaut mal in 5. Mose 1. In 5. Mose 1, da berichtet Mose noch einmal, 5. Mose ist ja die Zusammenfassung, die letzten Worte Moses, vor seinem Tod.
Und unter anderem berichtet er noch einmal, wie es dazu kam, dass Oberste über das Volk gesetzt worden sind. Ja, Oberste über 10, Oberste über 50, über 100. Das sind übrigens genau die militärischen Rangordnungen, die man heute weiß, die im alten Orient galten. Ja, das habe ich letztens im Studium gelernt. Assyrische Armeen und babylonische Armeen, die hatten Oberste, also wo man das weiß, Oberste über 10, über 50, über 100 und über 1000, über 2000. Das haben sie hier gemacht. Und es werden Richter eingesetzt. In 5. Mose 1, Vers 16 heißt es, und ich gebot euren Richtern zu jener Zeit und sprach, und wie geht's weiter? Hört eure Brüder an und richtet recht zwischen einem Mann und seinem Bruder oder dem Fremden. Genau, wir würden wahrscheinlich vor allem auf dieses richtet recht, ja, macht ein gerechtes Urteil, aber der Satz fängt an mit, hört eure Brüder an. Das ist jetzt für uns wahrscheinlich sogar selbstverständlich, aber der Nikodemus sagt, hey, Moment mal, wir können nicht ein Urteil fällen, wenn wir nicht einmal angehört haben. Das Gesetz sagt uns, Mose hat uns gesagt, wir sollen erst mal ihn anhören, dann können wir beurteilen. Darauf bezieht er sich, auf 5. Mose 1, Vers 17, denke ich. Es gibt noch ein anderes interessantes Wort in Sprüche 18, Vers 13, das ist auch sehr interessant. Ein Vers, der sich hier jetzt quasi buchstäblich erfüllt. In Sprüche 18, Vers 13, dort steht: Wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Torheit und Schande. Genau, also wer antwortet, oder in dem Fall wer richtet, ohne dass er gehört hat, wer einfach eine Meinung hat, ohne dass er sich überhaupt mal Gedanken gemacht hat, ja, und anhört, was der andere zu sagen hat, für den ist es Torheit. Interessant, nicht wahr? Die Pharisäer haben sich ja für was gehalten? Weise. Für weise. Ja, wir sind weise, die sind dumm. Ja, das ist die Volksmenge, das ist das gemeine Fußvolk. Ja, was wissen die schon? Aber indem sie so denken, haben sie nach ihrem eigenen Gesetz, von dem sie dachten, dass sie es kennen und das Volk nicht, nach ihrem eigenen Gesetz sich eigentlich das Urteil gesprochen. Und der Nikodemus, der sagt das jetzt einmal sehr, sehr diplomatisch. Könnt ihr das sehen? Er sagt nicht, ihr brecht das Gesetz. Ihr seid, ja, er sagt, ihr Lieben, müssten wir nicht eigentlich das so machen? Hier steht es doch, oder? Das ist eigentlich auch eine sehr, da sieht man das Wirken des Heiligen Geistes, weil er jetzt höflich, also er legt den Finger auf die Wunde, aber höflich. Ja. So, das heißt, was lernen wir daraus? Übrigens, im Griechischen heißt es nicht nur, also die griechische Variante, also das hat kann auch übersetzt werden und erkannt, es sei denn, man habe auch von ihm gehört. Also die Idee ist sozusagen, dass jemand auch seine eigene Seite präsentieren kann, seine eigene Sicht der Dinge. Und da können wir uns auch fragen, wie oft verurteilen wir Leute für das, was sie sagen, ohne dass wir ihnen die Gelegenheit gegeben haben, uns zu erklären, was sie eigentlich gemeint haben. Ja. Wir sollen zwar Dinge beurteilen und wenn jemand also Irrlehren verkündet und das auch wirklich so denkt, dann darf man es auch als Irrlehre bezeichnen. Aber wie oft verurteilen wir vielleicht Menschen auch gedanklich und wir wissen nicht mal, aus welcher Perspektive sie gerade kommen, was sie vielleicht erlebt haben, warum sie so denken, wie sie denken. Und das ist, was hier auch dahinter steht. Vers 52, das ist gleich am Ende. Johannes 7, Vers 52, wer mag mal lesen? Genau. Was hier jetzt nicht steht, was Ellen White noch einfügt, ist, dass es zunächst mal einen Moment der Stille gab. Ja, so, die waren alle völlig baff. Ellen White sagt, Stille fiel auf die Versammlung. Die Worte von Nikodemus haben ihr Gewissen erreicht. Sie konnten nicht einen Menschen, den man nicht gehört hatte, verurteilen. Genau, und dann sagt sie, sie waren auch überrascht, ja, dass einer von ihrer eigenen Gruppe so sehr vom Charakter Jesu beeindruckt war, dass er ihn verteidigt hat. Das haben sie nicht für möglich gehalten. Weil im Grunde genommen war damit ihr Argument, ja, hat einer von den Obersten an ihn geglaubt, begann plötzlich zu bröckeln. Ja, der Nikodemus hat zwar nicht gesagt, ich glaube an ihn, aber es war jetzt deutlich, so klar ist es nicht, dass alle Gebildeten ihn ablehnen. Da merken sie plötzlich, dass ihr eigenes Fundament nicht stimmt. Und deswegen blieb die Stille auch nur eine gewisse Zeit. Und dann haben sie das gesagt, was wir gerade gelesen haben.
bist du etwa auch aus Galiläa? Das heißt, was machen sie jetzt mit Nikodemus? Sie verachten ihn, ja? Sie verspotten ihn. Hier erfüllt sich jetzt buchstäblich, schaut mal, was in Sprüche 9 steht. Sprüche 9 und dort Vers 7 und 8. Sprüche 9 und dort Vers 7 und 8. Wer einen Spötter züchtigt, holt sich Beschimpfung. Und wer einen Gesetzlosen zurechtweist, der holt sich Schmach. Weise nicht den Spötter zurecht, damit er dich nicht hasst. Weise den Rechten zurecht, den Weisen zurecht und er wird dich lieben. Das ist interessant, oder? Es sind diejenigen, die nicht belehrbar sind, die eigentlich die Spötter sind. Ein Weiser wird daran erkannt, dass wenn er zurechtgewiesen wird, er sagt, ja, okay, ich denke drüber nach, dass du hast recht. Das ist, woran man einen Weisen erkennt. Das ist wahre Weisheit. Und der Nikodemus hat sie zurechtgewiesen, aber in Wirklichkeit haben sie ihn jetzt mit Schmach belegt, ja, haben ihn verachtet, ihn spöttisch mit Sarkasmus belegt. Und daran zeigt sich, dass sie, das hat gar nichts gebracht. Ja. Wir haben schon darüber gesprochen, dass das Problem mit Galiläa, ihr erinnert euch in Vers 41, nicht wahr? Ja, nicht das, also das Problem war nicht, dass Jesus aus Galiläa kam. Es heißt ja in Vers 41, andere sprachen, dieser ist der Christus, andere aber sagten, kommt der Christus denn aus Galiläa? Ja, das haben sie offensichtlich von den Obersten. Aber ihr könnt euch erinnern, erstens, war denn Jesus in Galiläa geboren? War Jesus in Galiläa geboren? Nein. Wo war er geboren? In Bethlehem. Ihr erinnert euch vielleicht an Vers 42, sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Samen Davids kommt und aus dem Dorf Bethlehem, wo David war. Was hätte man denn tun müssen, um herauszufinden, ob Jesus in Bethlehem geboren worden ist? Wenn ihn fragen können, wenn er sagt, sag mal, wo bist du eigentlich geboren? Ja? Wenn er gesagt hätte, ich bin in Nazareth geboren, hätte man gewusst, okay, alles klar, er kann nicht der Messias sein. Aber man hat ihn nicht einmal hören wollen, man hat gleichzeitig ein Urteil gefällt und wollte auch nicht irgendwie den eigenen Eindruck hinterfragen. Und zweitens, könnt ihr euch noch erinnern, dass wir gesagt haben, es gab auch biblische Prophezeiungen, die gesagt haben, dass in Galiläa ein Licht in der Finsternis strahlen wird. Ja? In Matthäus Kapitel 4, da wird das aus Jesaja 8 und 9, diesem Abschnitt dort, zitiert. In Matthäus Kapitel 4, Vers 15 und 16. Dort heißt es, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, das Land Sebulon und das Land Naphtali am Weg des Sees jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land des Todesschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Also man wusste aus dem Alten Testament, aus Jesaja, dass das Licht in Galiläa leuchten würde. Also sie kannten die Bibel nicht so gut, wie sie dachten. Es war mehr ihr Vorurteil, dass sie für Bildung hielten. Jemand, der wirklich weise ist, wird auch die Bibel richtig gut kennenlernen wollen. Aber zumindest, obwohl sie jetzt nicht überzeugt werden konnten, haben sie die Sache bleiben lassen. Ja? Sie haben Jesus nicht gefangen genommen. Und das zeigt, welche besondere Rolle auch Nikodemus hier gespielt hat. Und dann heißt es in Vers 53, so interessanterweise, und so ging jeder in sein Haus. Ja? Ein immens großartiges Kapitel endet jetzt, jeder geht in sein Haus. Das Problem, also es ist vertagt, es ist nicht gelöst. Denn wir wissen, wir sind nur ein halbes Jahr vor der eigentlichen Krise. Dieselben Leute, die jetzt nicht zum Zuge kommen, sind nicht bekehrt. Sie sind nur für den Moment aufgehalten, ja, und machen jetzt erstmal nicht weiter. Aber Jesus ist von Gott bewahrt. Warum? Weil seine Zeit noch nicht gekommen war. Jesus wusste, ein halbes Jahr habe ich noch. Und dieses halbe Jahr werden wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten und vielleicht sogar noch Jahren, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, studieren. Aber es war schon ganz knapp. Nach menschlichem Dafürhalten wäre Jesus hätte hier schon sterben können. Aber er ist nicht gestorben, weil Gott einen anderen Plan hatte. Und wir dürfen wissen, solange wir mit Gott in Übereinstimmung leben, so wie Jesus mit dem Vater in Übereinstimmung gelebt hat, solange wird Gott uns bewahren, wie sein Plan gewesen ist. Und wir werden nicht eher sterben, als Gott es zulässt. Was anderes ist es, wenn wir wie Josia unseren eigenen Weg gehen. Wenn wir nicht das tun, was Gott sagt, dann werden wir auch sterben, anders als Gott es sich vorgenommen hat. Aber wenn wir an Gottes
Gottes Plan bleiben und mit ihm gehen, dann dürfen wir wissen, dass wir erst dann sterben, wenn es Gottes Plan ist. Und dann gibt es auch keinen besseren. Ja. Und in dem Sinne wollen wir Gott Danke sagen, dass er uns diese Dinge zeigt und dass wir auf ihn vertrauen können. Wollen wir noch gemeinsam niederknien und beten? Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du uns Weisheit versprochen hast. Und die Bibel sagt, dass wenn uns Weisheit mangelt, dass wir bitten dürfen. Und Herr, wir wünschen uns diese Weisheit, über die wir heute gesprochen haben, die himmlische Weisheit, die rein ist, die gütig ist, die nicht spaltet, die sich etwas sagen lässt. Herr, diese Weisheit benötigen wir so dringend. Und Herr, bewahre uns vor der irdischen Weisheit, die selbstsüchtig ist und stolz. Herr, ich möchte dich persönlich darum bitten, dass du mir himmlische Weisheit schenkst und jedem Einzelnen von uns, jedem, der jetzt live zuschaut oder später das Video ansieht. Herr, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist und gib uns dieses feste Vertrauen, dass du 1000 Wege hast, von denen wir nichts wissen, um uns zu bewahren. Du hast Jesus bewahrt, weil seine Zeit noch nicht gekommen war. Und du hast den Nikodemus aufstehen lassen. Du hast an anderer Stelle Engel gesandt. Du hast 1000 Wege, von denen wir nichts wissen. Und dafür danken wir dir, dass wir dir vertrauen dürfen. Im Namen Jesu. Amen.